So, hallo, wir machen weiter bei einer Runde Isaac. Es hat viel zu lange gedauert, bis ich zu der Aufnahme gekommen bin und jetzt, ich wollte vor, keine Ahnung, gefühlt 5-6 Stunden schon anfangen aufzunehmen und es kam ständig irgendwas anderes dazwischen. Ich bin mit dem Kopf komplett durch. Ich finde, das ist eine super Voraussetzung, um mit Bethany einen Greedrun anzugehen. Wie ich es vorgeschlagen habe. Mittlerweile habt ihr mir das auch ganz gut erklärt mit dem Buch und den Herzen. Also die blauen Herzen sind irgendwie zusätzliche Anwendungen des Buches, so ungefähr. Was wir noch gar nicht wissen. Moment. Was wir noch gar nicht wissen, ist, ob... Warte. Ich sage jetzt nicht 3000 mal M. Was wir noch gar nicht wissen, ist... Aber was sollte ich sagen? Ob es Veränderungen im Greedrun gibt bei hier jetzt. In dieser Runde. Ach, in dieser Runde, in diesem DLC. Also in der neuen Variante von Isaac. Mein Gott, was ist denn los? So, wir haben I Can See Forever. Das ist natürlich ganz fantastisch. Da werden wir auf jeden Fall einen Geheimraum finden. Oha. Wait a moment. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt nur ein Zweier-Auflader. Das heißt, ich könnte öfter Feuer damit auf jeden Fall schon mal. Und gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Das kenne ich nicht. Da komme ich nicht ran. Okay. Wir werden mal gucken, was wir so erreichen. Und jetzt seht ihr da, jetzt ist nämlich auch eine blaue Liste. Und die blaue Leiste drunter, das wären dann die blauen Herzen, die dadurch aufgeladen, also die dadurch weggehen. Und das sind dann nämlich die Flammen, die länger scheinbar bleiben. Die irgendwie mehrere Hits aushalten oder so. Ja, so viel dazu. Okay, der Stopp ist ja sehr lange. Ach, der Stopp geht so lange, bis ich schieße, ne? War das irgendwie so, dass der Stopp so lange geht, bis ich schieße? Wir werden es gleich nochmal sehen. Wir werden es gleich nochmal sehen. Ach Mist. Ja. Bis ich schieße, hält der Stopp an. Ah, und die grünen Flammen stoppen bestimmt auch die Gegner. Ja, genau. Oh, ist das cool. Die grünen Flammen sorgen auch dafür, dass der Raum gestoppt wird, wenn die ausgelöst werden. Okay. Ich mag dieses Buch. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall gewesen. Moment mal, und wenn wir doch das Buch jetzt haben, heißt es doch, der erste Raum, der hier auftauchen wird, ist ein Engelraum. Das macht es ja auch nochmal richtig genial, diesen Greedrun. Ne? So, jetzt gehen wir mal... Wie war das? Darf ich zwischendurch shoppen gehen oder ist das schon schlecht? Ich glaube, ich darf zwischendurch shoppen gehen. So, das hier will ich auf jeden Fall haben. Okay, die kenne ich nicht. Oder doch, die kenne ich, oder? Das ist die normale, ist so eine normale. Die sieht nur, irgendwie hat die jetzt eine komische... Irgendwie ist die mehr zusammengepresst, aber ich glaube, das ist Einbildung. Ich glaube, ich bin ein bisschen doof. Alles gut. So. Ach, wait, wir hätten einen Schlüssel holen. Wir können doch einen Schlüssel holen. Ich habe den Schlüssel vergessen, aber ich habe auch gleichzeitig wieder dran gedacht.
Okay, das ist auch cool. Na gut, also, ja, ich kann jetzt nicht mehr normal schießen. Da hat es jetzt natürlich... Ja, es ist... Dann hätte ich den anderen Pilz nicht kaufen müssen. Aber es ist halt, ne, es ist schon... Ich muss jetzt halt ein bisschen gezielter schießen, bisschen gezielter kämpfen. Aber zusammen hiermit, jetzt wäre es mal interessant zu wissen, ob die schon loslegen, wenn ich nur am Aufladen bin oder wenn ich erst schieße. Okay, wenn ich auflade. Man muss ja alles mal testen, nicht wahr? Nice. Komm her. Komm her. Wow, 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 wow. Vor allem interessant ist, dass die Flammen den Stoppeffekt nachher stärker haben als, ne? So, und jetzt bekämpfen wir den Satanraum. Holen uns den Satanraum. Und ja, das ist doch dann eine ganz coole Geschichte. Ich habe nochmal Geld. Ich könnte mir jetzt das hier kaufen. Ich weiß aber gerade nicht. Ich hole es mir einfach. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was die macht. Ja, es war sinnvoll. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles richtig gemacht. Oh, das ist jetzt auch cool. Das ist jetzt für so einen Splatter-Damage auf jeden Fall nice. Weil der halt die kleinen Teile sofort rausnimmt. So in der Masse einfach. Zack. Und dann kriegen wir jetzt noch... Jetzt kriegen wir dann einen Engelraum, ne? Wenn meine Theorie richtig ist. Ja. Ja, nice. Okay, das kann ich auch mitnehmen. Ich glaube, das war diese Lanze, die wir vor uns haben. Wenn ich jetzt richtig liege. Das hier kenne ich nicht, deswegen nehme ich das. Smite the enemy. Yo, das ist einfach das ist einfach der, ne? Wisst ihr schon. Das ist einfach der, der Hadouken, den ich schon mal angesprochen habe. Das ist einfach der. Ja, cool. So, was haben wir hier drin? Da ist mein Geheimraum. Das ist nicht so gut. Okay, das ist egal, weil der Hadouken ist halt eh. Der geht eh von einem. Der geht komplett durch, ne? Naja, fast. Ja, cool. Ja, cool. Jetzt kann ich noch öfter das Ding einsetzen und werde es nicht tun. Ja, ich werde die ganzen blauen Herzen mal aufheben für bis zum Schlussboss und dann kann ich ja richtig spammen. Dann könnte ich richtig spammen, die Dinger. Denk das. Yo. No. Okay, dumm ist halt jetzt ein bisschen. Also dieses Smite ist cool. Es wäre jetzt fast schöner, ich könnte direkt schießen wieder, aber ich habe halt den Dings eingesammelt, den Charge Shot. Das macht es ein bisschen umständlicher, aber es ist okay, ich will mich nicht beschweren. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Aber dann heißt das Ding nicht Hadouken. Schade. Ich hätte es Hadouken genannt. Aber wahrscheinlich dürfen sie es nicht. Aber das ist eindeutig ein Hadouken. Oh, cool. Ja, wobei... Na gut, es gibt auf jeden Fall auch eine Karte. Von daher ist es okay. Ja, wir brauchen wieder Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen Böhms. Wenn man vom Teufel spricht. Und wir brauchen 7 Münzen. Yo, HP plus Damage ab. Da ist irgendwas... Okay. Ich könnte die eben einfach überspringen mit einer Bombe. Will ich aber gar nicht. Und ich krieg auch nicht mal. Ich habe nicht mal eine Bombe. Ich könnte es nicht mal. Okay, kämpfen wir erstmal eine Runde. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Wie viel Damage macht dieses Ding? Was ich mich gerade frage, ist, ob das noch irgendeinen Zusatzeffekt macht. Oder ob es halt einfach nur eine sehr hohe Dings hat. Hitbox.
Weil viel Schaden macht es noch nicht. Also, es hängt schon auch von meinem Schaden ab. Aber ja, es trifft halt vor allem. In Kombination mit dem Charge Shot ist es dann trotzdem richtig cool eigentlich, wenn man es so will, ne? An sich ist es eine coole Synergie. Kann man nichts sagen. Ach so, ich habe da ja was. Und schon alleine, um die Flamme immer mal wieder zu spawnen, sollte ich es einsetzen. Nur nicht dann, wenn es blaue Herzen droppen würde. Dann brauche ich es nicht einsetzen. Das wäre Quatsch. Also solange da nur die blaue Leiste ist, setze ich es natürlich nicht ein. So, jetzt holen wir uns erstmal das Fleisch. Dann holen wir uns einen Schlüssel. Keine Ahnung, was das macht, aber ich werde es mir holen. Das weiß ich jetzt schon. Was ist das? Ist das ein Trinket? Oh Gott, wenn ich weiß die Hälfte von den Sachen nicht mehr. Oh, die Chocolate Milk. Ist das jetzt... Es wird zu immer mehr interessanten Synergieeffekten führen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil normalerweise... Ja, ne, das Ding ist, ich lade jetzt noch langsamer auf. Das ist genau das Ding, aber ich hoffe, dass es im Schuss dann effektiver wird. Ich bin mir unschlüssig, ob das so richtig ist, was ich hier tue. Ich bin mir sehr, sehr unschlüssig. Bin ich ganz ehrlich. So, was ist das? Tier Size und Range Up. Es wird immer interessanter. Wird immer interessanter. Okay. Und da ist dann der Meat Cube. Den werden wir uns auf jeden Fall auch versuchen zu holen. So, wie viel Schaden machst du jetzt? Oh, erstmal die Dinge um mich herum loswerden. Die sind nämlich kacke. Oh, aber jetzt kann ich... Ha! Durch die Schokolade kann ich jetzt unaufgeladen schießen. Ja! Durch die Schokolade kann ich... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh yes! Durch die Schokolade kann ich jetzt nicht mehr... Muss ich nicht mehr das Aufladen... Das Aufladen dauert jetzt länger. Ne? Aber ich muss nicht mehr aufladen. Ich kann jetzt einfach drauf powern. Ist das durch die Schokolade? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch doch was anderes, was ich eingesammelt habe. Könnte auch jetzt diese Flasche mit... okay, die Dinger, die Tiers da gefallen mir nicht. Die werde ich erstmal jetzt loswerden, bevor ich den Satanraum auslöse. Erstmal holen wir uns den Meat Cube. Oh, der Kleiderhaken. Ich glaube, das ist ein Rain... Ne, ist das ein Tiers-Up? Ich glaube, das ist ein Tiers-Up sogar. Den würde ich mir doch glatt auch noch gönnen. Aber ich kriege, glaube ich, keine Münzen mehr zusammen. So, die Tiers sind weg. Oder Bullets. Dich kenne ich nicht. Ah, das ist jetzt auch cool. So lernen wir jetzt ein paar neue Bosse kennen. Und sie sind in der Variante dann noch recht einfach. Wir sehen so ein bisschen, was sie machen. Und haben keine Probleme mit ihnen. Das ist auch cool. Und wieder ein Engelraum. Nice. Nehme ich. Yo, was ist denn jetzt da am besten? Ich gehe auf das. Jetzt sind die wieder... Jetzt ist die Schokolade wieder. Also jetzt ist der... Jetzt sehen die nicht mehr wie Schokolade aus. Aber es ist ein Damage-Up. Und sie haben ja einen Homing-Effekt. Ich weiß nicht, ob die wirklich einen Homing-Effekt haben. Wenn wir sehen, sobald wir mal Gegner haben. Ne? Vielleicht kriegen wir gleich Gegner. So, habt ihr einen Homing? Ja. Ich schieße jetzt extra mal woanders hin. Ja, die haben einen Homing-Effekt drin. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott, ist das nice. Man muss den Quitwan ein... Okay, ist jetzt egal, ob ich ein Herz oder zwei Herzen nehme, weil ich verliere wieder ein halbes, wenn ich da durch... Ich kann es leider nicht rausschieben. Das wäre cool, wenn man die Herzen so... Wenn man die Items so von einem Raum in den anderen schieben könnte. Und dann... Na, das... Warum kann man das eigentlich nicht? Das ist unlogisch. Wieso kann Isaac da durch... Oh gut, ist nicht Isaac, aber wieso kann der Spieler da durch? Aber das Item nicht. Das ist ein bisschen unlogisch. Hm. So. Da liegt einfach eine Bombe. Stabil. Okay. Ja, mehr können wir nicht tun. Ich krieg leider nicht das Geld hierfür zusammen. Ist es in Ordnung? Gehen wir, würde ich sagen. Das war ein cooles Upgrade in diesem Raum. Das war ein sehr nices Upgrade.
Alter, dieses Smite Everyone-Ding ist richtig cool. Ich würde halt lieber auch, ich würde natürlich auch gerne Items einsammeln, die ich nicht so kenne. Ja, jetzt kann ich Items einsammeln, die ich nicht so kenne, nämlich dieses hier. HP up! Don't swallow the price. Muss irgendein Zusatz... Nee, ach nee, das droppt einfach zusätzlich hier so ein Ding. Aber wichtig ist, dass ich das hier nicht verliere, dass ich trotzdem schießen kann. Das ist wichtig. Das ist super wichtig, dass ich nicht nur aufladen muss. Das wäre sonst ziemlich brutal. So, ah ja, jetzt haben wir natürlich die Situation. Ich glaube, dann werden wir hier in dem Raum, also in der Ebene, werden wir nicht allzu viel machen. Da werden wir dann doch recht schnell einfach versuchen durchzukommen. Was aber auch in Ordnung ist, ne? Ich meine, lul. Weil wenn ich die Items halt überhaupt nicht sehe, das ist Quatsch. Ich werde mir den Schlüssel holen, ich werde mir auf jeden Fall den Itemraum holen. Das ist ganz klar, aber ich werde nicht 15 Münzen ausgeben für Items, die ich nicht sehe. Das nicht. 5 Münzen ja, aber nicht 15. Der Itemraum ist praktisch ein Muss für mich, aber das war's dann auch. Ich hoffe jetzt halt, dass da nichts drin ist, was mich komplett reckt. Das wäre ein bisschen doof. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Lead Pencil. Okay, ich sehe an der Seite, wie er aussieht. Okay, ich habe immer noch den Schuss. Tja, ich weiß leider nicht, was er macht. Und, ich sehe nicht gleichzeitig, mein Fokus, ne, mein Konzentrationsfokus, ich krieg's nicht hin, auf alle Sachen auf dem Bildschirm gleichzeitig zu gucken. Ich sehe nicht, was der Lead Pencil, also für mich hat der Lead Pencil aktuell nichts verändert. Vielleicht hat er da drüben an den Stats irgendwas gemacht. Ich hab's dann aber nicht gesehen, wenn er da was gemacht hat. Wollte ich nur kurz sagen, falls ihr denkt, ich hab da... Oh! Hat mich gerade nach hinten geschossen oder war das irgendwie Zufall? Schieße ich manchmal jetzt nach hinten? Ist das was der Pencil? War das gerade... Das war wahrscheinlich Zufall. Jo, Alter, Insane Damage. Und wir haben endlich mal Bomben. Wir haben endlich mal Bomben. Das ist auch was. So. Wir können uns aber schon mal einen Schlüssel für die nächste Ebene holen. Das wäre auf jeden Fall eine Geschichte. Dann gehen wir auch gleich mal in den Stachelraum. Machen wir das mal vor dem Satanraum. Nice. Nicht so nice. Könnte behalten. Oh, ich hätte den Hangman einsetzen. Na, ist ja egal. Ich kriege ja hier Herzen. Nö. So, hier, zack. Zack, ich könnte jetzt auch ihn hier, aber wie gesagt, er würde eh vielleicht nur was droppen, was ich nicht sehen kann, was es ist. Es ist Quatsch. Sind wir mal ehrlich. Alter, der Damage. Yo, noch ein Engelraum. Natürlich sehe ich auch hier wieder nichts. Insofern, ich nehme einfach die goldene Mitte. Ich glaube, es war das Celtic Cross, ne? Das ist cool. Okay. Kann man hier eigentlich auch gegen den Engel kämpfen? Nice. Dann nehmen wir den mal kurz auseinander. Weiß zwar nicht, was ich hier mit dem Schlüssel soll, aber wir nehmen ihn einfach auseinander. Weil wir es können. So. Hier noch was Gefährliches? Nö. Nichts Gefährliches mehr. Cool. Ab dafür. Ins Herzebene. Dings. Wump. Oder Wum. Ich glaube, dieses B hinten zu auszusprechen ist falsch, ne? Ich glaube, es heißt nur Wum. Okay, das kenne ich nicht. Nehme ich mit. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Tears plus Shot Speed up. A bar of soap. Nice. Und mehr Tears up bedeutet auch schnellere Aufladung, ne? Glaube ich. War das so? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auch cool. Das macht diesen Leuchteffekt. Ich bin gerade Seraphim geworden.
Ich muss 3 Items eingesammelt haben, die mich zu Seraphim machen. Dann, okay, wahrscheinlich Engelraum-Items. Ziemlich sicher Engelraum-Items. Also das hier auf jeden Fall, das war klar. Wahrscheinlich das Smite Everyone-Ding. Und noch irgendein... Oh, dadurch kann ich fliegen! Insane! Okay, das ist ein Speed-Up, glaube ich, gewesen. Das ist... Ist das Deck of Cards, dass man eine Karte mehr tragen kann? Das sehe ich jetzt nicht so als wahnsinnig sinnvoll an für einen Greed-Run. Wir holen uns schon mal einen Schlüssel für die nächste Ebene. Ja, würde ich sagen, ne? Los geht's. Genau, das hier, diese Leuchteffekt, der macht, das ist das, was dieses Ding, was ich gerade eingesammelt habe, macht. Na, den Leuchteffekt, den auch Isaac machen kann als Boss. Das ist dieser Effekt. Das ist ganz cool. Wenn es bei Tränen passiert, ist es weniger spektakulär, als wenn es hier passiert, muss ich sagen. Da, hier sieht es nochmal viel cooler aus, wenn durch die eh schon geilen Leuchtdinger hier, meine Hadoukens, wenn durch die eh schon so ein Leuchteffekt entsteht und dann kommt nochmal der Lichteffekt dazu. Das ist cool. Ich mag den Run bisher. Problem ist natürlich, wir wissen es alle, bei Greed werden unsere Stats neutralisiert und es gilt im Prinzip nur die Fähigkeit, die wir haben, aber nicht die Stats. Also Damage Up etc. bringt da überhaupt nichts. Für Greed musst du viel Verteidigung um dich rum haben. Das haben wir schon mal durch Pretty Fly und durch den Cube. Und wenn wir dann auch noch sämtliche blaue Herzen opfern, um ganz viele Flammen zu spawnen, dann sieht das halt schon besser aus. Ja, wenn wir dann auch noch schon fix unterwegs sind, das ist nämlich ein Speed-Up, den ich einsetzen wollte. Sehr schön. Sieht das auch ganz cool aus. So, jetzt ist die Frage... Hier ist ja das... Nein, ich würde hier jetzt nichts mehr kaufen. Ich würde jetzt erstmal nichts mehr kaufen und lieber mein Geld sparen. Wir gehen mal kurz hier rein. Ich kann jetzt ja durch das Fliegen hier einfach rein. Okay. Bomben. Nice. Jo, einfach mal Herzen dazu bekommen. Und zwar richtig stabile Herzen. Moment, dann können wir jetzt mal eben ganz fix hier den zweiten Engel besiegen. Und haben den Schlüssel zusammen. Ich weiß nicht, was mir der Schlüssel hier bringen soll, aber ich habe ihn mir einfach mal geholt. Effektiv bringt er hier halt nichts. Aber egal. Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier zu Mega-Satan gehen könnte, aber ich habe den Schlüssel. So, was willst du tun? Wichtig waren die Herzen. Die Herzen waren brutal wichtig. Weil, wie gesagt, wir brauchen Energie für Greed. Na, dass ich jetzt die ganzen Gegner hier fast one-shotte, nützt mir überhaupt nichts für Greed. Greed werde ich nicht one-shotten mit der Option hier. Ich werde ihn schon, glaube ich, ziemlich böse treffen und so weiter. Aber ich muss bei Greed vor allem aushalten. Das ist wichtig. Ich muss bei Greed vor allem aushalten. Ups. Der Treffer war sehr unnötig. Aber es ist egal im Moment. So, ja, gut, da waren wir jetzt schon drin, ne? Das ist jetzt natürlich egal. Gut. Da waren wir jetzt schon drin. Da waren wir schon drin. Spielt trotzdem den Satan-Kampf. Warum? Warum? Warum bin ich doof? So, das Herz füllen wir auf, das ist mir gerade sicherer. Ich weiß, ich könnte erst die nächste Ebene abwarten und so weiter. Gut, ich hätte zumindest den Raum abwarten können, ob hier ein Herz auftaucht, aber naja. Ah ja, jetzt können wir trotzdem noch Geheimraum... na, wobei er könnte... Nee. Keine Lust. So, wieder Curse of the Unknown.
Das betrifft aber nur meine Herzen. Das ist okay. Ah, HP ab. Nice. Sehr gut. Keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir mit. More Ice. Das klingt nach einem Multishot normalerweise. Merkt mir jetzt hier nichts von. Aber so langsam sehen wir schon sehr cursed aus. Gefällt mir. Okay, das ist wieder ein Tiersub und ich glaube zwei blaue Herzen oder so. Oh, die Batterie ist die... Ah, was macht denn die Batterie? Ich gucke die Batterie mal ganz schnell nach. Normalerweise kenne ich die, ne? Aber die hatte ich schon ganz oft. Also die traue ich mich. Die gucke ich jetzt mal nach. Ob die einen guten Energie-Synergie-Effekt mit meinem Buch hätte. Was meine Flammen angeht. Ob das irgendwas war mit lädt sich schneller auf oder keine Ahnung. Ich guck die mal ganz fix nach. Die müsste ein Rebirth oder Afterbirth Item sein. Ich hätte gedacht Rebirth, aber bei den Rebirth Items ist sie schon mal nicht. Oder ich bin... Nee, ich muss blind sein. Die ist doch ein Rebirth Item. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein Rebirth Item ist. Die gab's doch schon von Anfang an, oder? Oder nicht? Ah, dann müsst ihr hier bei den schwarzen Items mit dabei sein. Da ist sie aber nicht. Nee. Dann gehe ich doch nochmal zu den After... Da ist sie! Afterbirth Items. K-Batterie. Causes your space item to activate twice on each use. Ja, genau. Die werden wir uns mitnehmen. Dann kriege ich nämlich doppelte Flammen, wenn immer ich das einsetze. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Und das Tiersub... Wie gesagt, Tiersub dürfte, glaube ich... Oh! Okay, ich schieße in mehrere Richtungen. Das machen, glaube ich, die More Ice-Dinger. Bin ich aber nicht sicher. Ist nur eine Vermutung. Das Tiersub dürfte, glaube ich, dafür sorgen, dass ich schneller auflade. Okay, was machen schwarze Herzen? Okay, das betrifft auch. Das betrifft auch dieses Ding. Okay, cool, 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 gut zu wissen. Ja, ich glaube, jetzt lade ich noch schneller auf. Wenn ich mich nicht täusche. Ist aber auch egal. Jo, was? Was bist du denn gerade gewesen? Für ein komisches Ding. Ich habe da gerade nicht gesehen, was los... Alter, was trifft mich denn da? Okay. Ich war gerade kurz irritiert. Irgendwas hat mich getroffen und ich konnte es nicht zuordnen. Aber es ist egal. Ja, die Bomben kriegen wir, weil wir das Twink dabei haben. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum wir so viele Bomben bekommen. Ja, ich habe ja ein Twink dabei, was mir Bomben gibt, wenn ich Münzen einsammle. Also manchmal. Also die Chance habe ich. Ich habe die Chance auf... Ihr wisst selber, was es ist. Ich brauche es nicht zu erklären. Ihr habt es längst gecheckt und ich nicht. So ein Ding ist das. Alter! Alter! Okay. Okay. Alter, wenn das normaler One wäre, ne? Der Damage ist halt... Okay. Der Damage ist halt einfach insane. Der Damage ist halt einfach insane. Also, kann man nicht anders sagen. Die Flammen jetzt um mich rum sind auch nochmal gut. Das ist wirklich eine gute Geschichte. So, das nehmen wir auch mit. Das sorgt, glaube ich, für zwei... Ah, nee, das sorgt für... Das nehmen wir auch mit. Ist das nicht, nee, das hier, wobei, können wir eigentlich so lassen. Ist das nicht, Gott, was macht dieser Pilz nochmal? Ich kenne den auch, ich gucke den ganz kurz nach. Ich will, es ist kein One-Up, weil der One-Up-Pilz ist grün. Macht der nicht der macht mich kleiner, oder? Macht der nicht einfach mich kleiner? Nee, Speed und Range-Up, ich habe nichts gesagt. Doch, causes Isaac to shrink in size, siehst du? Including Hitbox. Ja, das ist doch cool. Ja, das ist doch cool. Nehme ich mit. Weil dann habe ich bessere Hitbox. Oh, ein HP ab. Und wir haben irgendwas freigeschaltet. Member Card. Noch ein HP ab. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch Herzen... Jetzt ist es natürlich blöd.
Aber ich glaube, ich könnte das HP-Up nicht kaufen, wenn ich Herzen voll hätte, ne? Außerdem war ein Shotspeed-Up dabei. Ein Stats für... Oh nein, ich habe kein Geld mehr. Oh, ich muss Halo einsammeln. Ich muss Halo einsammeln. Ich brauche irgendwoher Geld. Warte mal, der Typ hier nimmt ja Bomben. Ich habe ja Millionen Bomben. Kann ich dem jetzt einfach hier Bomben drücken? Friss Bomben. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Okay, nehme ich auch. Nehme ich auch. Wait. Okay, ich muss mir gucken, ich muss mir anschauen, was die Tränen, was die Flammen machen, wenn ich jetzt das Ding einsetze. Sprengen die mich? Ne, das sind jetzt Explosionen. Ich habe die Bombe eingesetzt und bin nicht weggelaufen. Das war der Schaden, den ich gerade genommen habe. Ich dachte jetzt, die sprengen mich wirklich. Aber sprengen die mich, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt damit einen Gegner treffe? Ich muss es ausprobieren. Ich muss jetzt mal einen Gegner berühren damit. Nein, okay, gut. Sorry, das musste ich testen. Nicht, dass es nachher schief geht, ne? Weil dann nehme ich lieber den Dude mit, weil dann droppe ich zusätzlich Bomben. Und wir haben nochmal einen Engelraum, es ist insane. Da ist dieses neue Item dabei. Da ist das neue Item dabei, was wir letztes Mal freigeschaltet haben. Das werde ich einsammeln. Ich weiß nicht, was es macht, ich werde es aber einsammeln. Eclipsed by the Moon. Okay, das läuft. Das ist irgendwas, was um mich rumgeht. Kann ich ihn jetzt nochmal besiegen eigentlich? Dann droppt er auch gar nichts mehr. Er hat gar keinen Bock mehr noch. Er hat gar keinen Bock mehr noch was zu droppen. Okay, cool. So. Also, gut dran denken. Sobald ich das Base-Item auslöse, droppe ich eine Bombe. Ich hätte gerne nochmal Münzen. Ich kriege... Das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Oh, wir haben ja noch den Stachelraum. Wir haben ja noch die Stachelröhmen. Vielleicht ist da ja noch was Schönes drin. Ja, es ist schön, aber... Oh, komm, Geld, Geld. 7 Millionen. Yo, ach so, ich wollte gerade sagen, was schießt denn das ganze Zeug? Meine Flammen schießen. Yo! Das Ding um mich rum macht das Prisma. Gebt euch diese... Wie geil ist das denn? Das Prisma. Dieses Angelic Prism. Deswegen heißt es auch so. Das macht so einen Regenbogeneffekt. Oh mein Gott, ist das. Ist das einfach nur beautiful. Bin ich. Ich bin ein Wizard. Ist das einfach nur geil. Junge. Bin ja schon so ein bisschen begeistert, ne? Aber leider kein Geld mehr für den Halo. Kann's nicht ändern. Oh, wir könnten ihn noch sprengen. Gib mir Geld. Das ist kein Geld. Alter, ich bin begeistert. Ist hier noch was zum Sprengen? Nö. Jo. Geld kann mir die Karte... Wobei doch, die Karte könnte mir Geld geben, wenn sie zum Beispiel Justice ist. Okay, aber High Priestess ist auch schon mal besser als die Hanged Man, weil wir fliegen eh gerade schon die ganze Zeit. Geld? Cooler Stein? Nichts davon. Okay, wir gehen. Kein Halo für mich. Ist in Ordnung. Ist okay, kein Halo für mich. So. Curse of the Blind, jetzt sehe ich wieder nicht, was ich kaufe, ne? Ja, dann, ganz ehrlich, dann kaufen wir jetzt auch nichts mehr in der Ebene. So, was soll's. Dann kaufen wir jetzt auch nichts mehr. Wir brauchen auch nichts mehr kaufen. Wir können alles Geld, was wir jetzt bekommen, dann hier in die Maschine reinstecken. Das können wir machen. Ja, und ansonsten freuen wir uns einfach eine Runde. Hui, weg mit euch, weg mit euch. Kusch, kusch, kusch. Alter, dieser Regenbogeneffekt ist so wunderschön. Ich bin minimal begeistert. Ich spam jetzt einfach alles kaputt.
Und guck mal, wie viele Flammen ich schon um mich rum habe jetzt. Oh, gehen eigentlich mehr als die Flammen? Sonst warte ich nämlich jetzt mit den Einsätzen. Ich muss mal gucken, ob noch mehr gehen. Im Moment haben wir 6 Flammen, wenn ich richtig zähle. Zähle ich richtig? Ich weiß es nicht. Aua. Jetzt haben wir nur noch 4. Jetzt kann ich es nicht testen. Ist egal. Ruff geschissen. Alter, was ein Run. Bin begeistert. So, weiter. Ey, wehe, ich versaug wie. Das kann doch dürfte. Okay. Achso, das waren die. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt wieder irgendwas gemacht? Nein, das war deren Effekt. Den kennen wir schon. Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das einfach? Ach nee, ich hätte warten können mit der Wurmbild. Das war dumm. Ist egal. Scheiß drauf. So. Ich könnte mir sogar den Inhalt hier holen, weil ich meine, ich kann ja Herzen kaufen. Oh, das war jetzt im Endeffekt, hat es was gebracht sogar. Nein. Keine Ahnung, was Coupon macht, aber in dem Sinne auf jeden Fall nichts Nützliches. Na, das war ein kurzes Vergnügen. Okay. 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 Ja, nice. Nehmen wir auch noch mit. Keine Ahnung, was du frisst. Aber friss, was du willst. Was frisst du? Du bist auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, was du frisst. Vielleicht Bomben. Keine Ahnung, ist egal. Wurscht. Ach, das ist der Typ, den man losschickt. Ich verstehe, der macht zusätzlich ein bisschen Damage. Oh, das erste Mal, dass wir einen Satanraum haben. Den kann ich nicht sprengen, ne? Nö. Ich, eigentlich hätte ich es wissen sollen, ne? Dass, ich konnte es noch nie. Waren wir im Stachelraum schon drin? Nein, dann gehen wir da auch noch rein. Herzen kann ich ja kaufen. Okay. Am besten noch so ein Guppy-Item jetzt oder sowas. Das ist kein Guppy-Item. Gut. Dann würde ich sagen, ab in die letzte Ebene. Schlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ich nehme mal noch einen mit. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da so Truhen gab. Ich nehme mal noch ein paar mehr mit. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es da Truhen gab. Man konnte am Ende einzahlen, ne? Das weiß ich noch. Man konnte am Ende einzahlen in diese Maschine, wenn man Münzen übrig hatte. Also hat man, glaube ich, nichts sogar vorher gekauft. Aber wir haben ja schon alles gemacht, was man da einzahlen kann. Außer es gibt jetzt noch eine neue Runde, was man einzahlen kann. Dann weiß ich es nicht. Ja, scheiß drauf. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, hier gibt's nichts mehr. Gut, auf geht's. Ciao. Er droppt ordentlich. Er droppt auch nochmal Münzen. Sehr schön. Null. Okay. Gehen wir zu Greed und gucken mal, was so passiert. Gut, es ist ja Ultra-Greed, aber was soll's. Also vor allem, was damage-technisch so geht. Oh, das sieht nice aus. Schön die Dinger kaputt machen hier. Vor allem die Gegner, die als spawnt, dürften kein Problem darstellen. Null. Au. Okay, ich setze mal ein paar Flammen ein. Ich meine, wir haben ja ganz viele. Okay, mehr wie 8 geht nicht. Interessant. Hat's kurz ein bisschen geleckt. Okay. Könnt ihr alle mal weggehen? Ich hab keinen Bock auf euch. Okay, cool. Alter, die Bomben machen böse Damage.
Oder was war das gerade? Irgendwas hat gerade böse Damage gemacht. Ja, die Bomben machen böse Damage. Holy shit. Nice. Ja, und jetzt kann ich wieder einzahlen. Die restlichen 16 Münzen. Aber wir haben schon mal alles eingezahlt, also von daher glaube ich nicht, dass es nochmal was bringt. Aber ich meine, bevor ich mit den Münzen rausgehe, zahle ich sie natürlich ein. Weiß ja nicht, ob es nochmal eine Runde gibt. Oder ob es jetzt durch das DLC noch eine neue Runde gibt, in der man einzahlen kann. Keine Ahnung. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es nicht. Das wäre schon böse. Ja, coole Runde, würde ich sagen. Coole Runde. Wir haben einige neue Items kennengelernt. Das ist vor allem das Wichtige. Wir haben das Prism kennengelernt. Wir wissen jetzt, wir kennen dieses... ich weiß gar nicht, ob das ein neues Item ist oder ob das... Das wären keine... Das kann ich ja mal nachgucken. Ich kann ja mal nachgucken, welche von den Items, die wir jetzt eingesammelt haben, Repentance-Items sind. Indem ich einfach nur gucke, ob sie in der Liste sind. Also ob sie bei dem, was ich da jetzt eingesammelt habe, dabei sind, ne? Ich gehe nicht auf die Bedeutung von den Items, ich gucke nur, ob das Bild bei denen ist. Oh, dieser Traumfänger, den wir letzten Part hatten, wo mir Aggressor jetzt erklärt hat, was der macht, nämlich, man zieht dann in der Vorschau auf den nächsten Raum, sieht man schon, was da im Itemraum und was für ein Boss kommt. Dadurch, dass ich das geskippt habe, habe ich es natürlich nicht mitbekommen. Lul. Das war ein Repentance-Item, interessant. Das war ein Repentance-Item. Wie gesagt, ich gucke mir nur kurz an, dadurch, dass ich sehe, wie die aussehen, mache ich ja nicht viel kaputt. Das sagt mir auch nichts. Nee, also die anderen Items sehe ich jetzt nicht. Das sind dann wahrscheinlich Items, die es schon vorher gab. Außer ich sehe sie jetzt einfach nur nicht. Das kann natürlich auch sein. Ah, die Rotten Tomato ist auch ein neues Item gewesen. Das ist halt das Ding, es gibt so viele Items auch aus Afterbirth noch, die ich noch gar nicht kenne. Ach, und diese Flasche, die wir eingesammelt haben, die bei den 7 Münzen dabei war, die ist auch ein Repentance-Item. Und die war auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Ansonsten sehe ich keins von den 9. Geh mal wieder auf Afterbirth Plus. Dann ist da wahrscheinlich dieses Smite-Ding dabei. Das heißt, das Smite ist überhaupt nicht neu. Sehe ich das richtig? Ja, das Smite, Trisagion heißt es indirekt. Trisagion ist ein Booster-Pack-Item. Isaac's Tears are replaced with piercing holy flashes of light. 30% des normalen Tier. Okay, also normalerweise ist es ein Tier, ist es sogar ein Damage Down. Trifft aber mehrere Male. Ja, ja, ich verstehe. Okay. Cause no knockback on enemies. Gehen einfach durch sie durch. I see. Interessant. Oh, und das Prism ist auch ein Booster Pack Item. Ja, es splittet einfach die Tränen in 4 verschiedene Tränen auf. Sieht halt super. Sah halt jetzt in der Kombination mit Smite, mit Trisagion. Oder Tri-Sage, ach, wie auch immer. Sah in der Kombination halt übelst cool aus. So, und was hat jetzt dieser Stift gemacht? Lead Pencil. Mit jeder 15. Träne, die gefeuert wird, schießt man einen Cluster von 12 Tränen außer der normalen Träne. Ja, okay. Das konnte ich natürlich nicht feststellen, weil ich ja sowieso schon einen riesigen Cluster geschossen habe. Also, die Synergien in diesem One waren einfach insane. Also, das kann man wirklich nicht anders sagen. Sehr schön. Gab es sonst irgendein Item, wo wir nicht wussten, was es macht? Was ich eingesammelt habe und keine Ahnung hatte? In dem One jetzt? Ich glaube nicht. Also nichts, was ich nachgucken müsste noch. Da sehe ich jetzt das Item, was ich nicht gekauft habe, aber das gucke ich dann auch nicht nach, weil ich es ja, wie gesagt, nicht gekauft habe.
Okay. Coole Geschichte. Sehr coole Geschichte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.